Wir stehen kurz vor der Besichtigung dieser Festung da vorne, beziehungsweise dieses Turmes, der hier umgestürzt ist. Und damit begrüße ich euch zur nächsten Folge. Und da gehen auch schon direkt die Flammen an, also diese Giftkacke da von unserer Rüstung, die ja angeblich so übermächtig ist. Jetzt schnappen wir uns mal den Vulkanglasstreit, aua, Streitkolben und kämpfen gegen eine Hexe. Ja, wie kacke ist das denn hier? Bam! Gott, war die schlecht. Ja, mehr haben wir nicht drauf, genau. Mehr haben wir nicht drauf. So, gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Witwenwachtruinen. Ich höre einen Drachen. Ich höre irgendwie immer Drachen. Egal was ich mache, ich höre einen Drachen. Ich sehe jetzt nichts mehr, oder was? Das war's. Ah, da geht's noch weiter. Hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein, so. Aber es ist extremst schief, also sehr komisch. Das erinnert mich so ein bisschen an Phantasialand. Dieses schiefe Haus. Ich weiß nicht, wer von euch mal im Phantasialand war. Das Schiefernhaus, glaube ich, wird es auch genannt. Tja, hier ist Ende jetzt, ne? Ende Gelände. Da kann man hier hoch. Ach Gott, hier kann man noch rum. Aber hier ist nichts mehr, ne? Alles leer. Na gut, wir wollten ja hier mal unsere Aufgaben weitermachen. Dazu haben wir uns natürlich einige, beziehungsweise alle markiert. Und ich würde sagen, wir fangen dann hier, weil es am nächsten liegt, in Einsamkeit an. Und zwar fragen wir Aldis nach Informationen über die Tochter von Angeli. Und dafür reisen wir jetzt dahin und machen das dann einfach mal. Ja. Das Projekt mit dem Buch ist auch jetzt gestartet. Ich weiß nicht, wer das von euch mitverfolgt. Wahrscheinlich nicht ganz so viele. Oh, ich hoffe, ihr wisst, Das was ihr mit erste diesem Namen da Kapitel tut. ist jetzt sogar schon zum Teil eingelesen. Prolog ja schon längst veröffentlicht. Andere Seit hier haben gestern oder bestimmt vorgestern. Viele Ne, seit Geschichten vorgestern zu müsste es erzählen. dann sein, wenn ihr die Folge hier Aber seht. leider habe ich keine Also, Zeit, sie mir zu frühestens. nehmen. Da hinten fliegt ein Drache. Seht ihr den? Ach, das ist gar kein Drache. Sah vom Weiten aus wie ein Drache. Auf jeden Fall geht es da jetzt auch weiter. Und ja, bald geht es dann auch darum, dass ihr mitschreiben dürft. Also was heißt mitschreiben, aber ihr mit Ideen entwickeln dürft. Ich bin gespannt, wie das wird und ob das überhaupt funktioniert. Ansonsten werde ich alleine weiterschreiben und ihr dürft dann immer, ja, lesen, was ich geschrieben habe. Aber Ihr ich braucht hoffe, dass es etwas? nicht dazu kommt. Also hier. Was haben wir hier? Ich wurde wegen Angeline geschickt. Was Ihre Abkommandierung angeht, derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Na komm, Angeline sollte es wissen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es ihr zu sagen. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin, Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Sie muss es erfahren. Okay. Berichte Angeli, was Aldis gesagt hat. Dann tun wir das doch. Komm, Angeline. Wo bist du überhaupt? Wo ist überhaupt diese Angeline? Wo haben wir das denn angenommen? Ah, ist schon wieder alles so lang her. Ich kann mir das nie merken. Mir ist auch aufgefallen. Ohne das Ja. Feuerfest wäre Mir ist Einsamkeit. auch aufgefallen, dass ich nach ach, das ist direkt hier. Nach 300 Folgen noch genauso Die beschissen gleiche spiele wie Stadt. vor 300 Wir Folgen. schulden euch unsere Und euch stört es noch nicht mal, das finde ich ja sowieso am geilsten. Aber so ist das mit mir. Neue Projekte kommen ja bald.
Ich bin gespannt, was ihr da so zu sagt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen warten. Moment. Hier so. Und wie die neuen Projekte bei euch ankommen. Und ja. Ist jetzt immer noch aufschließen, oder was? Boah. Betrachten wir noch ein bisschen hier Einsamkeit, diese schöne Festung. Wir haben uns schon lange nicht mehr die Umgebung einfach mal angeguckt. Ich finde, was Skyrim ausmacht, ist wirklich das Händchen. Steckt bitte nicht alles in Brand. Das Händchen dafür, einen direkt in die Zeit zu reißen. Also man guckt sich jetzt hier so um und man denkt jetzt wirklich. Man kann richtig fühlen, dass man hier eben im Mittelalter ist. Gut, das ist ein bisschen wenig los. Damals war ja hier auf den Marktplätzen enorm viel los, aber das ist ja egal. Aber dieses ganze Optische, das zieht einen einfach direkt mit in das Spiel. Und das finde ich ist brillant gelöst. So, jetzt können wir rein. Also das muss ich mal sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber das ist einfach, das ist die Stärke dieses Spiels. Seht euch nur gründlich. Hallo. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten. Nein, ich habe gesagt, ich habe Neuigkeiten. Ihr habt etwas aus all das herausbekommen. Ich wusste es. Was? Nichts Gutes. Und zwar, ihre Tochter ist tot. Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist. Und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken. Aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Wieso kann ihr uns denn dafür nicht danken? Weil wir nicht gesagt haben, dass sie lebt oder was? Das soll denn der Kack? Also ein bisschen, naja. Oh, jetzt dürfen wir uns hier wieder die Seelensteine mitnehmen. Die Heiltränke. Die ganzen Pilze und so. Ja, Müll. Dreckiges Diebesgesindel. Entschuldige, ich bin schon weg. Da stand auf einmal stehlen. La 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 la. Wir machen uns mal eben auf den Weg nach fuck, wir werden verfolgt. Wir gehen mal gerade raus. scheiße. Auf einmal steht da stehen. Warum kann ich denn alles nehmen, nur dann da irgendwas nicht? Was soll denn das? Ist ja ätzend. Darf ich jetzt bitte endlich reisen? Liebes Spiel. Ich werde von Wachen verfolgt. Naja. Gut. Dann laufen wir einfach mal weiter. Wir laufen und laufen. Laufen und laufen. Und laufen und laufen. In die Falle. Verdammt. Wartet! Nein, du kennst uns nicht. Hey, Kutscher. Bring uns mal hier weg. Ach, das ging ja anders. Hier wieder runter. Kutscher. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt. Möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Was war das jetzt? Winterfeste, ne? Bis zum nächsten Mal. Wer habt ihr nicht drauf? Meine Kutsche. Ach nö, ich will euch doch gar nicht töten. Haflingerwache. Da kommt's. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch hier weg. Ich will doch einfach nur hier weg, ihr blöden Fette. Wow. Ich nehme mal gerade einen Heiltrank hier. So, hier. Jetzt kriegst du noch hier. Links, rechts, rechts, links Kombination. Einmal rumdrehen und du kriegst noch einen Handkantenschlag.
Und weil ich gerade so nett bin, hau ich dir noch eine drüber. Wir sind verloren. Bam. Hier, ich möchte eure Kutsche mieten und jetzt will ich nach Winterfeste. Verdammt. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Go, go. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Die Sonne fühlt sich gut an, hä? Ja, schon so ein bisschen. Naja, war jetzt irgendwie anders geplant als ausgeführt. Naja, macht mal nix. Aktueller Standort. Hier muss auch direkt die Quest sein. Ach, da ist sie. Langhaus des Jarl. Wem sollen wir denn jetzt hier reden? Da. Da ist er. Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. Hier, Kopfgeld. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. So. Was haben wir hier noch? Da hinten das Schiff. Okay, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Machen wir uns nochmal auf den Weg. Mit der Zweihand-Axt begeben wir uns dorthin. Und ich pausiere jetzt ganz kurz mal eben hier den Countdown-Timer. Und wir sehen uns dann vor dem Schiff wieder, denn ich will jetzt hier mal diese ganzen Laufwege wegkürzen. Also Wrack der Stolz von Telos oder Telvos, da befinden wir uns dann gleich, wenn es weitergeht. Bis dahin. So, angekommen sind wir dann schon mal. Und dann wollen wir doch auch direkt da mal reinkämpfen. Banditen, hey, und da ist das Wrack. Lassen wir die spielen. Okay, kriegst direkt so einen hier. Bams. Ja. Fallt endlich um. Bam. Das war witzig. Im Laufen haben wir gekriegt. So. Ja, ich hoffe, euch stört das nicht, aber ich denke mal, dass es euch eher zugute kommt, dass wir das dann so machen. Weil für euch dann nicht die Zeit verloren geht, wenn ich dann ständig von A nach B renne. Hätten es da noch wer, ne? Ach da. Banditenanführer. Ham! Bei den Göttern. Bei den Göttern. Bei den Göttern. Und da ist er tot. Ha. Nö, die brauchen wir nicht. Nö, die brauchen wir nicht. Was ist denn jetzt hier? Ist hier irgendwie ein Schatz oder sowas? Oder? Hier ist nix. Ah, da ist eine Truhe. Mit einem Tagebuch. Na, dann gucken wir doch mal rein. Tagebuch. Irgendwas mit L da. Was haben wir denn hier? Also, für die Geschichtsinteressierten von euch. Ich hab mir nur gerade mal stichwortmäßig angeguckt, was da so drin steht. Questobjekt. Ah, okay. Jetzt haben wir wieder ein Questobjekt, aber die Quest nicht dafür. Ach doch, das war wahrscheinlich, brauchten wir das hier? Nö. Das war nicht das, was wir gesucht haben. Ah, da geht's noch rauf. Okay. Da geht's sogar nicht nur rauf, sondern auch noch rein. Da geht's nochmal runter. Und hier ist die eigentliche Schatztruhe. Haha. 190 Gold, Helm von Winterfeste, nö. Den Smaragd nehmen wir mit. Die Rolle sowieso. Ach so, der Helm, doch, den Helm müssen wir mitnehmen, das ist das Quest-Item. Okay. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ist sogar markiert, ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass die Quest-Items nochmal markiert werden. So, tauchen wir hier nochmal durch. Schauen wir, ob wir hier nicht doch noch was finden, da geht es nämlich noch runter. Okay, scheint nicht so zu sein. Gut, dann gehen wir wieder rauf. Ja. Bin ich gerade durch den Boden geglitscht. Auch geil.
So, dann haben wir das hier schon mal. Und da oben sind aber... Ne, da unten sind noch mehr Sachen. Die sind da ganz unten. Okay. Gut, dann geht es jetzt weiter nach Windhelm. Kann ich schnell reiten, wenn ich springe oder falle? Boah, ey, die sind aber hier sehr pingelig, die Leute. Mann, 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 Mann. Also, auf nach Windhelm. Das ist jetzt Schnellreise, das lasse ich natürlich mit drin. Ne? Also, es geht sich hier um diese Laufwege. So. Da geht's raus. Gehen wir erstmal nach da. Da ist schon mal was. Müssen wir da nur noch irgendwie hinkommen. Und zwar hier irgendwie rauf oder so. Hi. Und hier. Ah, hier. Dass sie immer so abgeschlossen sein müssen. Wenn wir einbrechen, dann heißt es wieder bis eingebrochen. Boah, das gibt's doch nicht. Was sollen wir denn da überhaupt machen? Beowulf. Beowulf, Helm von Winterriss, bla. Was war das jetzt? Ach, man kann die Quest ja gar nicht einsehen. Schade. Wäre jetzt natürlich einfacher, wenn man einfach in die Quest einsehen könnte. Naja. Ich da jetzt wirklich einbreche, ich gehe einfach mal. Geh mal rein. Ich speichere mal und geh mal rein. Kommt mal mit, Leute. Klack. Und schon sind wir drin. So einfach geht das. Was wollt ihr, Milchtrinker? Das ist der Jarl. Gucke mal. Ich hab den Helm. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Sehr schön. Und wieder eine Quest abgeschlossen. Ich weiß, das ist jetzt gerade so ein bisschen mehr Abarbeiten der einzelnen Aufgaben. Aber, es ist halt momentan leider wirklich so, dass ich natürlich möglichst viel noch versuche, in die letzten Folgen reinzupacken, möglichst viel Story mit reinzukriegen. Jetzt müssen wir da immer noch irgendwie hin. Wie kommen wir denn da hoch? Und dann ist es halt leider wirklich so, dass ich, ja, das alles jetzt so ein bisschen abarbeite, will ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Ist vielleicht jetzt nicht sehr schön formuliert, aber es trifft's halt einfach. Warum müssen wir das denn hier alles aufknacken? Was soll denn das? So. Und ja, ich hoffe, ihr habt damit keine Probleme. Sollte euch das nicht mehr so gefallen, dann einfach raus damit. Dann ändere ich das wieder. Da seid ihr ja endlich. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Okay, ist alles in Ordnung? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und den Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Oh. Ja, natürlich. Das schwarze Sakrament. Es hat so lange gedauert. So unglaublich lange. Aber jetzt seid ihr ja hier und könnt meinen Auftrag annehmen. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt.
Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Okay. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Sprechen wir noch eben mit dem. Bitte tötet Constance Michelle nicht. Sie ist nämlich wirklich gütig. Seid ihr da sicher, Junge? Wollt ihr diese Frau wirklich umbringen? Ich war mir einer Sache mein ganzes Leben lang nicht so sicher. Jemand wie Grelot verdient es nicht, auch noch einen Tag länger zu leben. Sie ist ein Monster! Dann erzählt mir doch mal etwas mehr über eure Mutter. Was ist geschehen? Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Und sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und jetzt bin ich ganz allein. Der Jarl sagt, dass ich ins Ehrenhall-Waisenhaus muss. Das ist nicht fair! Finde ich auch. Aber hier, Mörderaufträge haben aber eigentlich einen hohen Preis, ne? Ich habe ein Familienerbstück, das ihr haben könnt. Angeblich ziemlich wertvoll. Ich hoffe, das reicht. Ich auch. Beeilt euch bitte. Und jetzt war das wahrscheinlich das hier. Dann haken wir die erstmal aus, denn das ist genau das, was ihr ja haben wolltet. Dunkle Bruderschaft. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge schon am Questort. Und ich sage tschüss, macht's gut, bis dahin.